Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video zur Mengenlehre. In diesem Video möchte ich einen kurzen Überblick bieten über wichtige Inhalte für die Reifeprüfung in Mathematik zum Thema Mengenlehre. Zu Beginn möchte ich den Begriff der Menge noch einmal ganz kurz wiederholen, danach die sogenannten Mengenrelationen, also Beziehungen, die man zwischen Mengen herstellen kann, erklären und am Schluss noch zu den Zahlenmengen kommen. Was ist also eine Menge? Eine Menge M ist eine Menge von verschiedenen Objekten. Man sagt dann auch unterscheidbare Objekte. Zum Beispiel könnte die Menge M aus den Buchstaben unseres Alphabets bestehen. Dann wäre zum Beispiel der Buchstabe A ein Teilnehmer dieser Menge. Man sagt dann auch ein Element dieser Menge. Also der Buchstabe A ist dann ein Element dieser Menge M. Hingegen die Zahl 2, die ja kein Buchstabe ist, wäre dementsprechend kein Element dieser Menge. Man kann Mengen auch mit Diagrammen darstellen. An einem anderen Beispiel möchte ich das kurz sichtbar machen. Also zum Beispiel die Menge aller T-Shirts, die ich besitze, könnte ich unterteilen in verschiedene Merkmale, zum Beispiel in die beiden Merkmale, sind sie einfärbig oder mehrfärbig, beziehungsweise haben sie ein Motiv oder kein Motiv. Zum Beispiel das T-Shirt, das ich jetzt trage, könnte ich gemäß dieser beiden Merkmale jetzt in diesem Mengendiagramm genau festlegen, wo dieses T-Shirt liegt. Dazu helfen uns dann auch die Mengenrelationen, zu denen ich nun kommen möchte. Zu den Mengenrelationen gehören zum Beispiel folgende wichtige Beziehungen zwischen Mengen. Einerseits die Vereinigungsmenge, A vereinigt mit B, beziehungsweise die Durchschnittsmenge, zum Beispiel A geschnitten mit B, oder die Differenzmenge, A ohne B. Welche Elemente liegen nun jeweils in diesen Mengen? In der Menge A vereinigt B liegen die Elemente, die entweder in A oder in B oder sogar in beiden Mengen enthalten sind. In der Menge A geschnitten mit B liegen zum Beispiel nur die Elemente, die sowohl in A als auch in B enthalten sind. In der Menge A ohne B liegen dann die Elemente, die nur in A, aber eben nicht in B enthalten sind. Ich möchte dies nun auch anhand verschiedener Beispiele mit Mengendiagrammen zeigen. Hier habe ich nun Beispiele mit drei verschiedenen Mengen ausgewählt, die Mengen A, B und C. Und im ersten Beispiel ist hier abgebildet bzw. grau markiert die Vereinigungsmenge aller drei Mengen. Die Vereinigungsmenge aller drei Mengen enthält dann natürlich alle Elemente, die egal in welcher Menge enthalten sind. Sieht man sich zum Beispiel nur die Vereinigungsmenge 2 dieser Mengen an, zum Beispiel Vereinigungsmenge A vereinigt mit B, so würden nur diese Elemente in dieser Vereinigungsmenge liegen und nicht die Elemente, die dann nur in C liegen. Die Durchschnittsmenge aller drei Mengen würde natürlich nur die Elemente enthalten, die sowohl in A als auch in B als auch in C enthalten sind, also gleichzeitig in allen drei Mengen liegen. Sieht man sich wiederum die Durchschnittsmenge von nur zwei Mengen an, zum Beispiel von den Mengen B und C, dann sind dort die Elemente enthalten, die sowohl in B als auch in C liegen. Die entsprechende Menge ist hier markiert. Die Differenzmenge habe ich hier an einem Beispiel abgebildet, A ohne B. Das wären dann nur die Elemente, die nur in A liegen, aber eben nicht in B enthalten sind. Also die Schnittmenge von A und B müsste man hier dementsprechend
wegnehmen und es bleiben tatsächlich nur die Elemente übrig, die eben nur in A liegen, aber nicht in B. Falls es solche Elemente überhaupt gibt, und das führt mich zu den nächsten zwei Spezialfällen, wo können Elemente liegen, wenn man zwei Mengen betrachtet? Naja, die zwei Mengen könnten auch so gestaltet sein, dass es Elemente in der Überschneidung gar nicht gibt. Zum Beispiel kann man sich die Menge der natürlichen Zahlen zerlegen in zwei disjunkte Teilmengen. Und zwar die Menge der geraden Zahlen und die Menge der ungeraden Zahlen. Die wären genau von dieser Bauart hier. Es gibt keine Zahlen, die in der Überschneidung liegen, die also gleichzeitig gerade und ungerade wären. Es gibt aber auch Mengen, die untereinander folgende Beziehung aufweisen, nämlich dass jedes Element der einen Menge in der anderen Menge enthalten sind. Man spricht dann auch von einer sogenannten Teilmenge. Zum Beispiel wäre die Menge der durch 4 teilbaren Zahlen eine echte Teilmenge der geraden Zahlen, weil jede durch 4 teilbare Zahl auch eine gerade Zahl ist. Es wäre also folgende Beziehung gegeben: jedes Element von t ist auch in a enthalten, die Menge t liegt also vollständig in der Menge a drinnen. So viel zu den Mengenbeziehungen bzw. Mengenrelationen und nun noch zu den Zahlenmengen. Die Zahlenmengen lassen sich nun ebenfalls in einem schönen Mengendiagramm darstellen. Bauen wir die Zahlenmengen der Reihe nach auf. Beginnend bei den sogenannten natürlichen Zahlen, die ich in aufzählender Weise nun anschreibe: 0, 1, 2, 3 und so weiter, die bilden unsere erste Menge, die Menge der natürlichen Zahlen. In dieser Zahlenmenge lässt sich problemlos addieren und multiplizieren, ohne dass die Ergebnisse aus dieser Zahlenmenge rausfallen würden. Allerdings lässt sich schon nicht mehr subtrahieren mit allen Zahlen dieser Zahlenmenge. Subtrahiert man zum Beispiel 2 minus 5, so fällt man aus dieser Zahlenmenge raus. Die nächste sinnvolle Erweiterung dieser Zahlenmenge wäre dann die Menge der ganzen Zahlen z. Auch die schreibe ich in aufzählender Weise an: 0 plus minus 1 plus minus 2 und so weiter. Die Menge der natürlichen Zahlen liegt dabei vollständig in der Menge der ganzen Zahlen drinnen. Also die Menge der natürlichen Zahlen ist eine echte Teilmenge der ganzen Zahlen. In den ganzen Zahlen lässt sich nun addieren, multiplizieren und subtrahieren, aber nicht dividieren mit allen Zahlen, ohne dass man aus dieser Zahlenmenge wieder herausfällt. Zum Beispiel 2 dividiert durch 3 wäre keine ganze Zahl. Die nächste sinnvolle Erweiterung dieser Zahlenmengen stellt nun die Menge der rationalen Zahlen q dar. Die Menge der rationalen Zahlen möchte ich nun in beschreibender Weise anschreiben. Es handelt sich dabei um alle Bruchzahlen, also um alle Zahlen der Art a durch b, wobei a und b aus den ganzen Zahlen sind, aber b klarerweise nicht 0 ist, denn durch 0 lässt sich ja bekanntlich niemals dividieren. Die Menge der rationalen Zahlen ist nun, wie man auch sagen kann, eine echte Obermenge der Menge der ganzen Zahlen. Also die Menge der ganzen Zahlen liegt vollständig in der Menge der rationalen Zahlen drinnen. Es gilt also, z ist eine Teilmenge von q. Nun können wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren, außer durch 0. Was sich allerdings nicht durchführen lässt innerhalb der rationalen Zahlen, außer dass man rausfällt aus dieser Zahlenmenge, wäre das Wurzelziehen. Will man nun auch noch das Wurzelziehen problemlos durchführen, zum Beispiel die Wurzel aus 2 wäre ja keine Bruchzahl, so muss man diese Zahlenmenge nochmals erweitern und schließlich gelangt man zu der Menge r. Die Menge r, das sind die sogenannten reellen Zahlen,
die nun alle rationalen Zahlen beinhalten, als auch alle sogenannten irrationalen Zahlen. Die irrationalen Zahlen sind die, die sich eben nicht durch einen Bruch darstellen lassen. R ist somit wiederum eine Erweiterung unserer Zahlenmenge. Also es gibt die Menge der natürlichen Zahlen, ist enthalten in der Menge der ganzen Zahlen, diese wiederum in der Menge der rationalen Zahlen und diese wiederum in der Menge der reellen Zahlen. In den reellen Zahlen lässt sich nun auch Wurzel ziehen. Also es sind auch solche Elemente wie Wurzel aus 2 oder Wurzel aus 3 enthalten. Diese Zahlen liegen hier in dieser Menge. Die wird auch gerne als Menge der irrationalen Zahlen bezeichnet. Mit einem I zum Beispiel abgekürzt. Das wäre nun der Aufbau der Zahlenmengen. Und damit ist dieses Capstone-Video zur Mengenlehre beendet. Viel Erfolg beim Üben und alles Gute.